Prinzip. Radfahren wird belohnt, Autofahren bestraft. Beispiel, solche Spezialampeln an großen Kreuzungen. Bei Regen sorgen versteckte Nässe-Sensoren dafür, dass sie für Radfahrer schneller auf Grün schalten. Autofahrer müssen warten. Anderes Beispiel, in der Innenstadt kommt man aufgrund der Verkehrsführung mit dem Rad viel schneller ans Ziel als mit dem Auto. Maike macht den Vergleichstest. Sie fährt eine Strecke in der Innenstadt erst mit dem Rad. Maike gibt Gas und ist nach kürzester Zeit am Ziel. Oh, so. Stopp. Stopp, 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 stopp. 3:35. Etwas länger als geplant, aber immer noch ziemlich gut in der Zeit. Und ich bin sehr gespannt, wie lange das mit dem Auto dauert. Auf geht's. Ja. Maike fährt vom selben Startpunkt zum selben Ziel und nimmt als Autofahrerin den Radverkehr gleich ganz anders wahr. Jetzt, wo ich hier im Auto sitze, merke ich, dass viele Fahrradfahrer noch wie Kraut und Rüben fahren. Und ich habe ein bisschen Angst, wenn ich hier sitze, jemanden umzunehmen. Start und Ziel liegen eigentlich nur etwa 800 Meter auseinander. Doch Groningen ist in Sektoren eingeteilt und man darf mit dem Auto nicht einfach auf dem kürzesten Weg von einem zum anderen wechseln, sondern einmal mit der Kirche ums Dorf. Eine bewusst komplizierte Verkehrsführung, die Autofahrer